Und wir gehen jetzt einfach mal direkt vom Bett zu Bett. Aber wirklich direkt. War der gerade legit und wurde geflaggt? Wenn ja, gutes Feature an der Stelle auch. Töten einfach mal den hier auch noch, weil er, keine Ahnung, gerade so in der Nähe ist. Aber gehen jetzt einfach wirklich von Bett zu Bett, ohne irgendwo auf die Spieler zu achten. So, gehen. Das Bett hier ist schon down, aber können wir halt besser so dein Bett holen. Danke für deine Hilfe. Murder on call with the fight now. 20 years and it seems like a lifetime. I've been hanging every day from a lifeline. Bodies fucking sailor than every night. Yo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Hack auf dem besten Server der Welt, nämlich dem Gomme Server. Und wir spielen heute mit dem Client Echo, den ich nicht wirklich angekündigt hatte. Aber ich hatte angekündigt, dass demnächst wieder eher was mit besseren Clients kommen wird. Der Client ist schon etwas länger in Arbeit. Der wurde übrigens von Case, Dark Knight und Vetriax gemacht. Zwei davon sind ja schon eh in meinem Shop gewesen. Übrigens, für die, die es interessiert, Case hat ja damals einen Client gemacht, der hieß Nemphis, den hatten nur zwei Leute gekauft. Es werden tatsächlich die Leute, die halt Nemphis gekauft hatten, den Client hier umsonst bekommen, falls es die überhaupt noch gibt, das ist so die Frage. Aber egal, auf jeden Fall bekommen die das umsonst, einfach als Entschädigung, dass Case den Client nicht mehr weitermacht. Und ja, denke ich mal, sollte das auch so ganz gut geklärt sein. Und das hier ist das GY, das ist ein Solstice-Theme. Der Client wird später mehrere GUIs haben, also das hier ist so nachgecodet. Nicht, dass übrigens sich jemand darüber beschweren sollte, dass das geskidded ist, was mich ja wundern würde, aber egal. Auf jeden Fall ist das eins von den Themes, das ist gerade das einzige, was drin ist. Man sollte schon ganz gut sehen, dass der Client nicht so viele Module hat und dass das auch erstmal gar nicht wichtig ist, weil die Funktionen sind viel wichtiger. So, wir kaufen uns erstmal noch ein bisschen Essen. Und übrigens gibt es endlich ein Datum für den Client Launcher, nämlich das sollte der 1. Februar sein. Zumindest hat der Client Launcher-Macher es mir so gesagt. Und ja, jetzt benutzen wir doch erstmal. Oh nein. Okay, das ist natürlich jetzt echt wirklich belastend. Oh, jetzt ging es. Wunderschön. Der Teleport, dass ich das übrigens auch nicht so ankündige, ist auch sehr gut von mir. Der Teleport funktioniert ziemlich gut. Er hat keine Begrenzung, aber irgendwie funktioniert es richtig oft einfach nicht, dass. Tschüss? Irgendwie funktioniert es richtig oft nicht, dass man teleportiert, obwohl es eigentlich gehen sollte. Der Teleport ist übrigens auch viel besser als der damals. Das werdet ihr auch noch sehen. Der funktioniert viel problemloser, sprich, er teleportiert einfach viel schneller. Und wir tauchen uns da einfach mal kurz hoch. Okay, das hatte ich auch noch nicht. Oh, er kommt einfach runter damit. Na, Junge, ich bin ein Genie. Tschüss. Wir sehen uns gleich erstmal in der nächsten Runde wieder. Der Client ist unter anderem wie alles andere vorbestellbar im Shop, da der Client Launcher simpel nicht da ist. Sprich, ihr könnt es schon kaufen, aber ihr kriegt es halt erst, wenn der Client Launcher wieder da ist. Und damit sollte das eigentlich erledigt sein. Ich spiele übrigens jetzt schon mit dem Client aus dem simplen Grund. Eigentlich wollte ich keine Bypasses zeigen. Ich habe das auch schon öfters gesagt, nur Leute haben es mir teilweise irgendwie nicht mal mehr geglaubt, dass ich es einfach nur nicht zeigen will, sondern dass ich wirklich keine Bypasses habe. Jetzt mal ernsthaft, was erwartet ihr von dem Gomma Anti-Cheat? Denkt ihr wirklich, das wäre gut? Eine Person, die dafür bekannt ist, inkompetent zu sein, denkt ihr irgendwo, die wäre besser geworden? Nein, ist sie nicht. Allein, ach ja, stimmt, das geht ja auch noch. Guck mal, es gibt hier so ein Step-Modul, gibt hier so zwei Blöcke, kann man so hochsteppen, ist ein guter Server, oder? Und das vollkommen ohne Damage oder sonst irgendwas, weil warum auch nicht, ne? Ist ja legit, zwei Blöcke hochzusteppen, ist sehr legit. Und tippe ihn erstmal hier rüber, perfekt. Zerstören kurz, ah, das Bett ist schon down von unserem Teammate. Kann ich natürlich gut mit leben. Tschüss. Erster down. Und zweiter down. Oh, da hat gerade, glaube ich, mal zwischendurch den Villager angegriffen. Die Multi-Aura ist übrigens auch richtig krass, wenn sie richtig funktionieren würde. Also ich habe sie gerade noch auf der 2 Max-Targets, aber auf AC 3.0 könnte man eigentlich bis zu 8 Max-Targets mit der Aura haben. Komischerweise genauso wie in NCP früher. Ist das nicht schön, wenn Anti-Cheat genauso scheiße, beziehungsweise noch schlechter als damals ist? Ach ja, das ist es. tipp ihn einfach hier rüber. Ja. Bett down.
machen dich kurz mal down und dann gehen wir einfach zum nächsten Bett, weil warum nicht, ne? Geht ja schnell. Oh, Team Türkis ist leider schon down. Dann wird's wohl Team Rot sein. Oh. Kurz mal B-Hop toggeln. Down, dankeschön. Oh, da hat er aber ein anderes Schwert. Oh, sie haben matchende Skins. Ist das nicht süß? Übrigens wollte ich mich dafür bedanken, dass das Let's Play so gut angekommen ist. Ich weiß nicht, ob das weiterhin viele Leute gucken werden oder ob das einfach nur gut geklickt wurde, weil es in der Zeit von Minecraft kam. Aber die Bewertungen waren ganz gut und allein, dass ich sowas Neues bringen kann, vor allen Dingen halt auch mal was mit nichts hacken und dass es trotzdem so gut ankommt, finde ich echt cool so. Ich hatte wirklich gedacht, dass das ein bisschen schlechter aufgefasst wird. Schreibt mal kurz aus dem Chat, wir sind in Team Blau, dann gehen wir einfach zu Team Türkis rüber und machen da die Kills weiter. Wir haben ja das letzte Bett. Oh, der hat uns ein bisschen gut erwischt. Wurden so zurückgebackt und wieder in ihn rein. War nicht so nice. So, einmal kurz die Sachen kaufen. Übrigens, falls sich Leute fragen, warum ihre Bestellungen auf der Seite nicht angenommen werden, ihr solltet euch tatsächlich, wenn ihr euch mal was kauft, so, euch auch durchlesen, was da steht, wenn ihr euch was kauft. Da steht überall, dass die Sachen nur vorbestellt sind und außerdem, dass Bestellungen so gut wie nie angenommen werden. Einfach aus dem simplen Grund, weil wir keinen Client-Launcher haben. Deshalb macht es auch keinen Sinn, euch euer Produkt zu geben, weil ihr euer Produkt nicht benutzen könnt. Das steht aber auch wirklich bei jeder Bestellung dazu und deshalb frage ich mich wirklich, wie trotzdem Leute diese Fragen stellen können. Es ist ein Mysterium. Natürlich fällt der Teleporter, aber hier über die gleiche Distanz geht halt wieder. Das ist ein bisschen komisch. Übrigens, der Teleport braucht viel weniger Code als damals und funktioniert viel besser als damals. Und flaggt auch noch viel weniger und funktioniert trotzdem besser. Es ist richtig nice. Ich liebe den Teleport einfach wirklich richtig. Übrigens, den Scaffold Walk, den... Oh, wow. Ups. Oh wow. Ja, das ist jetzt eher schlecht, würde ich behaupten. Ich dachte tatsächlich, er steht. Oh, er ist noch down gegangen vom Fallschaden. Ja, die Killaura ist noch so verbesserungswürdig. Die ist nicht wirklich geeignet gerade. Insgesamt ist nicht viel von dem Client geeignet. Nur ich wollte endlich wieder Neues zeigen. Und irgendwie habe ich halt auch gemerkt, dass es keinen Spaß macht, mit den gleichen Sachen immer wieder aufzunehmen und außerdem auch noch, dass Sachen schlechter sind. Aber ich glaube, Ambien und der Level-Coder kriegen das gerade ganz gut hin, vom Fixen her. Wir holen uns nochmal ein bisschen was zu essen. Und übrigens auch keine Autobahns. Übrigens, so ganz nebenbei erwähnt, spiele noch immer mit dem gleichen Alt und es werden wahrscheinlich auch keine kommen. Gehen kurz. Ja, natürlich geht's da nicht, aber hier, ja, da natürlich geht's. Wie gesagt, der Teleport ist komisch, der failt manchmal auf kürzere Distanzen, aber dann auf längere nicht. Fragt mich nicht, ich kann es euch nicht beantworten, es ist nur simpel so. Es ist AC, es ist sehr random. Könntest du down gehen, dankeschön. Und wir sehen's gleich. Ich wurde gerade einmal in der Game Lobby gebannt, sprich, ich habe nichts gemacht und denke einfach mal, dass es ein Mod war. Würde mich ja wundern, wenn mich das Anti-Cheat fürs Still in der Lobby stehen, beziehungsweise sogar Videos währenddessen gucken, mich bannen würde, aber nun ja, es ist Scomme, das würde auch Sinn machen. Das Scaffold Walk in dem Kleinen, das ist übrigens auch richtig krass, kann ich gerade einmal zeigen, werden wir jetzt eh nicht so viel benutzen, dadurch, weil wir ihn nicht brauchen. Aber man kann sogar mit dem hier springen und halt so in die Luft bauen und es ist ziemlich nice und das ist auch der, den ihr bei Case übrigens aus dem Video gesehen habt. So, perfekt. Oh, schön, dass er sich zu unserem Bett rüber baut. Juckt uns nur leider echt gar nicht. Wir gehen dann einfach mal direkt zum Team Grün weiter, weil der hier baut ja sein Bett zu. Das brauchen wir nicht. Weil wir gehen einfach direkt zum Bett von jeder Person jetzt in dieser Runde. Es wird richtig spaßig für die. Den töten wir auch noch, weil der gerade so in der Nähe ist. Tschüss. Viel Spaß so. Wir nehmen einfach mal auch die Spitzhacke mit. Kann ja praktisch werden. So. Ist unser Bett down? Ich glaube schon. Sah gerade eher nicht so gut für uns aus, aber Team Pink ist schon down. Dann tschüss. Oh, der war One-Hit. Sehr gut.
bauen uns kurz mal so. Wir haben ja auch noch Long Jump, beziehungsweise High Jump. Ist ja ein bisschen was anders. Könntest du down gehen? Dankeschön. Du wirst tatsächlich mich nicht aufhalten, falls du es noch nicht wusstest mit deiner Hand. Ist eher ein bisschen unwahrscheinlich. Team Türkis ist, glaube ich... Ne, wir sind Team Blau, schade. Dann, ich glaube, Team Türkis hat hier ihr Bett zugebaut, deshalb ist das noch nicht down von uns. Da hinten ist Türkis, dann gehen wir da doch erstmal als nächstes hin und holen das Bett noch da vom Nachhinein so. Und so schnell sind da mal alle Betten down. Kaufen uns mal kurz besseres Equipment, weil wir es können. Naja, wir brauchen es auch eher, weil wir haben ja kein Bett mehr. Könnte ja noch knapp werden, in Anführungsstrichen knapp, ne? Ist ein bisschen offensichtlich, dass es eher nicht knapp wird. Ist das wirklich eine andere Höhe des... Lol. Die Mitte ist irgendwie eine andere Höhe, so. Geht das so? Nö. Teleport failed, schade. Wir holen uns einfach mal Blöcke. Ich weiß halt nicht, ob der Scaffold Walk noch Block... Glitches hat. Deshalb hätte ich halt eher schon ein bisschen Angst, den wirklich dauerhaft zu benutzen, aber... Oh, wir müssen uns eh ein bisschen tiefer bauen, wegen der Höhe vom TP, ja. Dann gehen wir einfach hierher. TP versuchen uns jetzt mal... Ja, das ging wieder. Sehr schön. Der geht übrigens manchmal über längere Distanz, manchmal über kürzere. Ich verstehe es nicht. Ist es AC? Habe ich, glaube ich, schon mal in der Folge so gesagt. Geht das so? Ist das... Ja, das ist die richtige Höhe, aber wer so um die Ecke das mag, das Anti-Cheat leider nicht so wirklich. Das geht natürlich auch jetzt nicht. Bauen uns einfach ein bisschen wieder in seine Richtung und natürlich noch immer nicht. Man kann sich übrigens hier auch so seitwärts bauen mit dem Scaffold Walk, ist ziemlich praktisch. Wunderschön. Na? Wir sind so in dir. ich guck mal kurz, wie lange ich aufgenommen habe und... Jo, und wir sehen uns dann gleich in der nächsten Runde. Oh, what the fuck, das ist ein Default-Skin mit irgendwie Mädchen gemixt. What the fuck, mate? Das macht mir ja schon fast Angst. Ja, wir sehen uns gleich in der nächsten Runde wieder. Ich habe gerade nochmal mein Alt gewechselt, übrigens nicht, weil ich gebannt wurde. Das könnt ihr ja selbst mit den Alts in der Beschreibung überprüfen. Ich habe nur simpel einen Gameban kassiert, weil ich auf eine Map gejoint bin, die eher scheiße fürs Teleportieren war. Und dann bin ich einfach rausgelieft. War übrigens die Rush-Map, weil man da halt nicht mal eine Insel sieht, wo man hin teleportieren kann. Und wir gehen jetzt einfach mal direkt vom Bett zu Bett. Aber wirklich direkt. Wir gehen ohne Umwege von Bett zu... War der gerade legit und wurde geflaggt? Wenn ja, gutes Feature an der Stelle auch. Töten einfach mal den hier auch noch, weil er, keine Ahnung, gerade so in der Nähe ist. Aber gehen jetzt einfach wirklich von Bett zu Bett, ohne irgendwo auf die Spieler zu achten. So, gehen, das Bett hier ist schon down, aber gut, dass du dich hier hingehst. Können wir halt besser so dein Bett holen. Danke für deine Hilfe. So, Team Pink. Und Team Schwarz. Okay, hier kann man sich schlecht tippen, ich merke schon. Dann gehen wir halt mal lieber hier hin und ja, das sollte besser gehen. Kurz durchbauen. Die müssen gerade so einen AIDS bekommen, ne? Allein, dass die noch nichts im Chat schreiben, wundert mich ja. Alter. Okay, das Bett hier ist schon down. Na gut, können wir kämpfen. Oh, unser Bett wurde auch zerstört, merke ich gerade. Das ist sogar unser Bett, wo wir gerade gelandet sind. Und ich dachte schon... Hier hatte einfach jemand anderes ein anderes Bett abgebaut, aber das war halt tatsächlich unser Team. Ich habe es nicht mal gecheckt, weil wir so schnell im Kreis einmal um die ganze Map waren. War schon ziemlich nice, so. Sollen wir kurz besseres Equipment holen, weil wir haben ja auch kein Bett mehr. Müssen wir ein bisschen mehr aufpassen, natürlich. Da geht es anscheinend von der Range nicht so. Wir holen uns einmal kurz Blöcke. Ich weiß übrigens nicht, ob wir Block-Glitches mit dem Scaffold Walk kassieren oder nicht. Weil der ist zwar so nice und so, dass man hier so rumspringen kann, aber die Fast-Place-Methode ist noch ein bisschen outdated. Warum kann man sich über die Range gerade nicht teleportieren? Das ist gar nichts.
Okay. Das wundert mich jetzt tatsächlich ein bisschen. Aber wetten, dass hier geht? Ja, das geht wieder. Klar doch. Guter Server. Guter Server, echt. Wirklich sehr gut. Gehen dann einfach hier hoch, gehen über den Weg und töten den dann irgendwie von hinten. Oh, der kommt uns dann gegen. Ist natürlich auch sehr praktisch. Springen wir einfach so ein bisschen hoch. Oh lol, wir haben ihn richtig nice runtergehittet. High Jump hat der Client natürlich auch, nur uns sich nicht so zu benutzen, wenn man halt einen Teleport hat, ne? Gehen mal kurz einfach im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn. Ich habe gerade keine Lust drauf zu achten. Und gucken mal, wo der Spieler... Ach, da ist er. Perfekt. Oh, wow. Er war einfach am Einkaufen und dann wurde er gefickt. Bad Game. Wundert mich jetzt, warum das ein Bad Game gewesen sein soll. War doch eigentlich ziemlich spaßig. Wow, wir wurden tatsächlich noch gebannt. Ich glaube irgendwie schon wirklich, dass das Modbans sind, weil der Client an sich keine Flags abwirft. Und dadurch, dass wir so viele Betten in einer kurzen Zeit zerstört haben, haben wir mehr Reports gefressen und in den anderen Runden, wo wir nicht so schnell Betten zerstört haben, konnten wir einfach länger spielen. Es würde mich wirklich wundern, wenn es Autobahns sind, wenn nicht, soll es mich jetzt auch nicht jucken, kann man ohne Probleme beheben. Ich hoffe, euch hat die Folge wie immer gefallen. Wenn ja, lasst ein Like da und wir sehen uns dann morgen beim nächsten Netzwerk wieder und außerdem heute irgendwann noch bei Lisa wieder. Ich glaube, es kommt weiter auf dem Main-Kanal. Beziehungsweise seht es jetzt gerade noch so vom Voting her aus. Wenn nicht, dann halt nicht. Und dann sehen wir uns da auf dem Zeitkanal. Ciao.